Gut 10.000 Menschen haben am 27. Pride-Marsch in der ungarischen Hauptstadt Budapest teilgenommen. Die Parade musste in diesem Jahr auf andere Straßen ausweichen, da eine rechtsradikale Gruppe eine Demonstration auf der Hauptavenue schon zuvor für sich angemeldet hatte. Es ist großartig, hier zu leben. Die Politik zeigt nicht die Realität. Die Gesellschaft ist gar nicht so hasserfüllt. Einige Gegendemonstranten standen am Donauufer, doch die Feiernden ließen sich nicht von ihrer guten Stimmung abbringen. Doch im Alltag sieht es oft anders aus. Die Angst, mit der LGBTQ-Menschen hier in Ungarn leben müssen, können wir nur bekämpfen, wenn wir uns gemeinsam zeigen. Und nur wenn wir zusammenarbeiten, können wir dem Hass etwas entgegensetzen.